Hey Leute, ja, Heizfehler, die fast jeder macht, aber die kaum wer auf dem Schirm hat. Es soll hier nämlich nicht um die Klassiker gehen, richtig lüften und Türen zu und sowas, sondern wirklich um Fehler, die man nicht sofort erkennt, aber die durchaus da sind. Und ich zeige euch, welche das sind und wie ihr die abstellt. Ja, ihr Lieben, ein ganz, ganz häufiger Fehler, der ist, dass die falsche Vorlauftemperatur gewählt ist. Gerade bei älteren Heizungen, so wie ich das habe, neuere Modelle, die verfügen hier über einen Außenfühler, der das dann automatisch abgleicht und entsprechend die Vorlauftemperatur selbst regeln kann. Bei älteren Modellen wie meinen ist es so, dass bei kaltem Wetter die Vorlauftemperatur häufig zu niedrig eingestellt ist. Das heißt, die Heizungsanlage taktet dann viel häufiger, springt viel häufiger an. Das verbraucht dann entsprechend viel Energie. Und andererseits ist es oftmals viel zu hoch eingestellt, dass eben viel zu viel Vorlauftemperatur erwärmt wird und das gar nicht in den Heizkörpern überall verteilt wird. Das sollte man mal prüfen. Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass die Heizungsrohre viel zu heiß sind, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass eben die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt ist. Wenn man merkt, dass die zu oft taktet, die Heizungsanlage, häufiger als das sonst der Fall ist, dann ist sie zu niedrig eingestellt. Ansonsten habe ich euch aber an dieser Stelle mal ein Video dazu hier verlinkt, wie man die richtig regelt, die Vorlauftemperatur. Ja, dann könnt ihr hier meine Heizungspumpe sehen. Die ist in ganz, ganz vielen Fällen viel zu hoch eingestellt. Meine Heizung hat hier einen Automatikbetrieb, der ist auch aktiviert. Aktuell seht ihr, dass sie aus ist, weil eben von der Heizung nichts angefordert wird. Dann schaltet sich das automatisch ab. Wenn ihr jetzt einen manuellen Betrieb habt und das viel zu warm oder viel zu hoch eingestellt habt, dann wird viel zu viel Wasser durch die Pumpe gefördert, viel zu viel warmes Wasser. Und dieses warme Wasser geht dann natürlich auch im Heizungskreislauf irgendwo verloren, kommt gar nicht bei den Heizungskörpern richtig an. Und das führt dann auch wiedermals dazu, dass dann die Heizungsanlage viel zu häufig taktet und eben viel zu viel Energie verbraucht. Deshalb meine Empfehlung, dreht das mal ein bisschen runter, schaut, was passiert, ob die Heizkörper noch richtig ausreichend warm werden. Dann könnt ihr das so belassen oder am allerbesten, ihr schaltet den Automatikmodus ein, so wie meine Pumpe das kann. Wie man so eine Pumpe richtig einstellt, habe ich euch ebenfalls hier oben einmal verlinkt. Diese eben gezeigten Fehler werden wirklich sehr, sehr häufig begangen. Bevor ich euch noch einen Bonustipp gebe, wie man auch beim warmen Wasser noch ein bisschen Geld sparen kann, kommen wir zum nächsten Fehler beim Heizen. Und zwar betrifft das das Absenken. Ja? Wenn man nachts dann zum Beispiel zum Bett geht oder zur Arbeit fährt, dann machen viele den Fehler und drehen die Heizung komplett zu. Und wenn sie dann nach Hause kommen, dann drehen sie die wieder auf. Das ist nicht richtig. So ein Thermostat, das arbeitet entsprechend folgendermaßen. Wenn ich jetzt hier auf Stufe 2 drehe, dann sind so um die 18 Grad eingestellt. Bei Stufe 3 um die 20 Grad. Voraussetzung, die Heizung ist hydraulisch richtig abgeglichen. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Dann habe ich die hier halt auf 20 Grad. Und ich sollte jetzt nicht alles abdrehen, komplett auf 0. Dann kühlt der Raum einfach zu schnell aus. Ein bisschen absenken die Temperatur, das kann man gerne machen, aber nicht zu doll, denn das ist Verschwendung. Die Energie, die dann wieder aufgewendet werden muss, um den Raum aufzuheizen, ist höher als die, die man spart. Ein weiterer Fehler ist dann, wenn man die Temperatur abgesenkt hat oder falscherweise halt das Thermostat auch ganz runtergedreht hat, dass man dann nach Hause kommt und sagt, ich möchte es jetzt schnell warm haben, dass man dann das Thermostat komplett auf die Stufe 5 dreht. Aber wenn das Thermostat jetzt auf Stufe 5 gedreht ist, heißt es nicht automatisch, dass es schneller warm wird, sondern einfach nur, dass die Heizung länger anbleibt. Denn jetzt geht die Temperatur bis auf 28 Grad hoch und erst dann, wenn diese Temperatur erreicht ist, dann schaltet dieses Thermostat hier ab. Aber es wird nicht schneller dadurch 22 Grad warm, die man haben will, oder 20 Grad. Das heißt, stellt wirklich die gewünschte Temperatur ein, die ihr haben wollt, die ihr sonst immer habt. Dann schaltet das Thermostat auch entsprechend früher ab. Sonst wird es nur unnötig warm. Ihr reißt irgendwann das Fenster auf und dreht dann die Heizung runter. Also Heizungsthermostat voll aufdrehen sorgt nicht dafür, dass es schneller warm wird. So, bevor wir zum letzten Fehler mit der Heizung kommen, jetzt der Bonustipp, wie ihr beim warmen Wasser noch mal ein bisschen Energie sparen könnt. Und zwar solltet ihr mal überprüfen, wie hoch eure
Warmwasseraufbereitung eingestellt ist. Bei vielen ist es auf 60 Grad eingestellt. Das hat den Hintergrund, dass bei dieser Temperatur Legionellen absterben. Legionellen entwickeln sich aber ab einer Temperatur von 55 Grad nicht mehr. Das heißt, es reicht eigentlich, wenn man die 55 Grad dauerhaft eingestellt hat und ab und zu mal auf 60 dann erhitzt, um eben nochmal entsprechend vorzubeugen. Aber dauerhaft 60 Grad, das muss nicht sein. Zumindest mache ich es so und habe noch nie Probleme mit Legionellen bei mir gehabt. Es ist natürlich so, das Wasser, was im Heizkreislauf ist, hat nicht genau die Temperatur, die hier eingestellt ist. Das heißt, wenn ihr das auf 55 Grad einstellt, kann das natürlich auch stellenweise irgendwo 50 Grad haben. Aber Legionellen breiten sich eigentlich nur bei Temperaturen von 20 bis ja vielleicht 45 Grad aus. Und wenn das Wasser häufig steht, das ist hier bei mir nicht der Fall. Deshalb ist bei mir die Temperatur etwas runtergeregelt. So, jetzt kommen wir zum letzten Fehler beim Heizen. Ja, und zwar der letzte Fehler, das ist der hydraulische Abgleich. Wenn der nicht gemacht worden ist, beziehungsweise wenn mal was an der Heizung verändert worden ist und der dann nicht nachgeholt worden ist. Ja, was ist das hydraulische Abgleich? Man muss sich das so vorstellen. Jeder Raum ist unterschiedlich groß. Jeder Raum soll auch unterschiedlich warm geheizt werden. Ja, ein Schlafzimmer soll nicht so warm sein wie das Badezimmer. Und genau hier ist dann das Problem. Das muss berechnet werden und dementsprechend müssen die Heizkörper hydraulisch abgeglichen werden, damit diese auch dann entsprechend diese Räume unterschiedlich heizen. Und wenn das nicht eingestellt ist, dann wird man manchmal vielleicht feststellen, dass bei gleich eingestellten Thermostat, wenn man alle auf 2 hat, ein Heizkörper zum Beispiel total heiß wird und der andere entsprechend vielleicht sehr kalt ist. Das liegt dann daran, dass er eben nicht richtig abgeglichen ist. Das sollte man von einem Fachmann berechnen lassen und abgleichen lassen. Ein bisschen was kann man aber auch selbst machen, um das vorzunehmen und dieses Problem zu ändern. Da habe ich euch hier mal ein Video verlinkt. Da erfahrt ihr mehr zum hydraulischen Ausgleich. Das heißt, schaut euch das an, wenn ihr das Problem mit den Heizkörpern entsprechend habt, wie ich es eben beschrieben habe. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Gerne ein Abo dalassen, wer es noch nicht tut. Bis zum nächsten Mal.